Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen WZK ist und heute, wie ihr sehen könnt, sind wir in Dota 2 drin. Der Einstieg ist ein bisschen komisch, ich habe mir gedacht, ich überspringe ein bisschen von dem Spiel und wir steigen dann einigermaßen direkt ein, wobei ich bin total schlecht und dadurch, dass ich ein bisschen semi-AFK bin, bin ich ein bisschen abgestiegen, wie ihr sehen könnt, Bots, weil easy und ich will euch ein paar Sachen in Ruhe zeigen können. Aber die killen hier fröhlich vor, irgendwie weiter und machen alles mögliche. Okay. Ihr seht, wir sind gerade im Itemshop und da kaufen wir was und wenn wir das gemacht haben und uns den Itemshop mal angesehen haben, dann werde ich euch die normalen Infos geben zu dem Spiel, denke ich mal. Aber mal gucken, wir wollten eigentlich dieses Item kaufen. Ja, das geht sich aus. Das ist gekauft. Gut. So. Okay, ein paar Neuerungen zu dem Spiel. Oder nicht Neuerung eigentlich, sondern überhaupt zu Dota. Denn wie ihr wisst, Dota 2 wird momentan von Valve entwickelt. Das sind die Entwickler von Half-Life, Counter-Strike und so weiter halt. Und die haben sich gedacht, wir machen das Spiel doch zu einem Free-to-Play-Spiel. Und deswegen ist es einigermaßen für alle erhältlich. Nur momentan ist das Spiel noch nicht draußen und es ist noch in der Beta. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich gebe ein paar Beta-Keys her. Nur dafür werde ich dann gegen Ende des Videos noch sagen, wie ihr an die rankommt, denn da wird es sowas wie ein kleines Gewinnspiel oder besser gesagt eine Verlosung geben und dann kriegt ihr das Ding. Aber gut, Item Shop, ganz normal, ihr habt hier Kategorien, um euch das Einkaufen leichter zu machen. Oben Starter-Items, die ganz günstig sind und dann werden die Items immer besser und immer teurer. Hier rechts habt ihr dann verschiedene Kategorien mit ja, benutzbaren Gegenständen, Attributsgegenstände, Gegenstände, die eher ja, normale Stats verbessern, wie halt Rüstung und was haben wir dann noch? Schaden, solche Sachen. Und dann haben wir eher spezifischeres mit Fähigkeiten und auf Magie, Bewegungstempo, Resistenz, Lebensdiebstahl und sowas spezialisiert. Ihr seht, die Bots, die haben auch hier so, ja, also Befehle, die sie einfach eingeben und einfach sagen, so dass man ungefähr eine Idee kriegt, wie man das Spiel zu spielen hat. Und es gibt auch eine Abkürzung für einen Chat, dann wie man halt schnell sowas schreiben kann. Wobei meistens, wenn man zum Beispiel Button machen will, dann drückt man nur B und sagt ja ab. Das heißt halt die untere Linie hier. Wenn euch das überhaupt bis jetzt nichts gesagt habt, hat, dann müsst ihr euch vorstellen, Dota 2 ist eigentlich wie League of Legends oder Heroes of New Earth oder ja, das normale klassische Dota. Und zwar ist es ein MOBA. Man hat, also man fängt entweder hier in dieser Ecke an oder in dieser Ecke, hat ein Hauptgebäude, das man beschützen muss. Es gibt mehrere Türme auf diesen drei Linien. Und zwar gibt es halt eine Linie, die nach oben geht, auch. Was haben wir da noch? Dann haben wir eine mittlere und eine untere, unten, bottom, dann middle und dann haben wir hier noch, Dingens. Jetzt fällt es mir nicht ein. Gut. Ich denke mal, die meisten, die haben jetzt eh sowieso abgeschaltet, weil das wahrscheinlich zu konfus ist, aber wir werden dann in Kürze sowieso ein bisschen mehr Ordnung da reinbringen. Ich habe mir gedacht, ich spiele den Warlock ein bisschen. Um ehrlich zu sein, das ist das erste Mal, dass ich ihn so richtig spiele, aber ich habe gesehen, dass die meisten Bots recht viel Erfolg mit ihm haben. Hier könnt ihr auch Stats sehen, die man einblenden kann. Man kann sehr viel Infos kriegen, wie zum Beispiel auch, welche Charaktere auf welcher Seite spielen. Und es gibt einen Tag- und Nachtzyklus, was auch sehr interessant ist und sehr nett. Ist halt noch von der Warcraft 3 Zeit, sag ich mal. Und was gibt es eigentlich noch zu sagen? Ja, man sieht halt die Zeit, 22 Minuten, 23 Minuten spielen wir eigentlich. Und bis jetzt läuft's gut. Was aber anders ist als bei League of Legends, erstens, es gibt Runen, die rumliegen, die man aufsammeln kann, die einem halt temporäre Buffs geben, Verstärkungszauber. Dann gibt es noch, wie wir hier sehen können, wenn wir jetzt normal auf einen Gegner einschlagen oder auf so einen Creep, einen Minion, wie auch immer, einen Diener, dann bringt uns das nicht wirklich viel. Wir kriegen erst Gold, wenn wir den letzten Hit machen. Genauso können wir was anderes machen. Und zwar ist es wirklich vor allem wichtig im, also im Early Game oder Anfangsspiel, in der Anfangsphase eines Matches, dass man auch seine befreundeten Creeps hier attackiert
und so mit das Gold und die Experience für die Gegner halt verhindert. So, beschwören wir hier den großen Dicken. Das Ultimate ist richtig krank vom Warlock, finde ich. Diese Bestie hält extrem viel aus und lebt auch recht lange. So, sonst ist der Warlock eigentlich eher ein Supportcaster, finde ich. Das heißt, er verlangsamt Gegner, er schwächt Gegner. Damit verlangsamen wir die Gegner mit so Händen, die ein Feld herstellen, das alle Gegner, die da durchlaufen, halt verlangsamt. Nur wir können uns während diesen Zaubers nicht bewegen. Denn in der Wirkzeit können wir halt gar nichts machen, denn sonst unterbrechen wir den Zauber. Sonst hier, das in der Mitte, die W-Attacke ist halt ein Schanzzauber, beziehungsweise wir können auch befreundete Einheiten anwählen und die werden dann ein bisschen geheilt. Und dann gibt es noch diesen Zauber auf Q, der mehrere Gegner miteinander verlinkt. Und dann teilen die sich halt den Schaden. Sonst habt ihr gesehen, es gibt auch solche Kuriere, die auch sehr praktisch sind, denn wenn wir hier jetzt vorne sind und ein Item haben wollen, dann müssen wir eigentlich nur einkaufen gehen. Was können wir hier kaufen? Zum Beispiel, genau, Zauberstab. Und dann sehen wir, der wird dann... Ah, das ist das Rezept. Aha. Okay, jedenfalls Zauberstab. Und... Oh, 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 oh. Wir haben nicht aufgepasst. Normalerweise können wir, wie gesagt, Sachen einkaufen. Die kommen dann in so eine Truhe. Und dann können wir eigentlich den Kurier... Mal schauen, wo ist er da? Da ist ein Kurier. Können wir sagen, komm, nimm etwas oder nimm alles, denn es gibt nur 6 Slots für Items und dann kann er rumfliegen. Und ja, das ist ein fliegender Esel. Sieht nett aus, oder? Hier sind verschiedene Befehle, die wir geben können. Wir können zum Beispiel, wo war das? D war das nicht, sondern hier. E war das eigentlich? Nein. Es gibt auf jeden Fall eine Fähigkeit, wo der kleine Esel automatisch zu uns hinfliegt. Da gibt es sogar noch einen Speedboost. Da fliegt er schneller. Ist auch nett. So, wir sind wieder da und sollten uns nach vorne bewegen. Welche anderen Sachen gibt es sonst noch? Also das Interface ist so ziemlich ähnlich. Die Grafik ist auf jeden Fall auch sehr schön und hat auch einen anderen Stil. Ist ein bisschen realer, sag ich mal. Oder fotorealistischer, aber auch nicht ganz. Es hat ein bisschen einen anderen Artstyle halt, der ein bisschen dunkler ist. Doch sehr interessant. Sonst ist es wirklich ziemlich ähnlich. Man kriegt Gold, mit dem Gold kauft man sich Sachen. Nur was auch noch anders ist, genau, neben den Last Hits und dem originalen Deny, also dem Verhindern von Experience bei Creeps, indem man einfach die killt, und dann gibt es so ein Rufzeichen, ist, dass wenn man stirbt mit seinem Held, dass man nicht nur halt warten muss aufs Wiederbeleben, sondern das Nervige ist, man verliert auch Gold. Deswegen ist es doppelt so schlimm, wenn man getötet wird. Denn nicht nur die gegnerischen Einheiten kriegen dann das Gold und die Experience von einem Kill, sondern man verliert selber Gold. Und das kann dann ziemlich schnell ziemlich ins Auge gehen, wenn man nicht aufpasst. Gut, was gibt's sonst noch eigentlich hier zu sagen zu anderen Sachen? Also sonst ist es wirklich ähnlich. Ah, es gibt auch noch so Glyphen, die sind auch recht interessant. Die kann man nutzen, um zum Beispiel alle Gebäude, die wir haben, für 5 Minuten zu verstärken, damit sie mehr Verteidigung haben, wie ihr sehen konntet. Hier lesen. Drücken wir mal drauf. Und da sieht man das. Okay, sonst gibt es auch noch verschiedene Ansager. Wir haben momentan den Standard-Ansager. Aber man kann auch neue kaufen. Man kann einfach hier da drauf drücken und dann kann man im Item Shop das kaufen. Denn, man muss sich das vorstellen, das Spiel ist free to play, aber es finanziert sich wirklich durch viele verschiedene Sachen, die man kaufen kann. Plus noch hier, wie ihr sehen könnt beim Level Up, wir können nicht nur die Fähigkeiten upgraden, sondern wir können auch direkt unsere Stats boosten. Was auch noch aus Warcraft 3 und aus dem Original Dota quasi übernommen wurde. Dann haben wir ein paar. Nein, keine Gegner mehr. Okay, ich glaube, das Match, das sollte jetzt ziemlich gleich mal vorbei sein. Von daher können wir uns dann auf jeden Fall die Optionen anschauen, die ich sonst normalerweise am Anfang mache. Und dann können wir uns auf jeden Fall auch noch den Item-Shop anschauen. Und sonst, glaube ich, kann ich nicht,
gibt es nicht wirklich so viel zu sagen, denn wie gesagt, ich denke mal, jeder von euch, der ja auf meinen Channel vorbeischaut, der kennt mindestens ein MOBA. Ich habe auf jeden Fall auch etwas zu Smite gemacht und zu Orsonauts, die auch MOBA sind, nur halt ein bisschen anders. Und wir haben gewonnen. Okay, und wie gesagt, die sind einfach ein bisschen anders, aber Dota 2 vor allem ist halt wie Dota, wie LOL, wie Hon, wie, ja, ich glaube, das sind so die drei großen. Von daher gibt nicht wirklich viel. Hier seht ihr dann noch unseren, ja, Scoreboard. Wie gesagt, ziemlich schlecht, aber dadurch, dass ich halt Sachen zeigen wollte und recht passiv gespielt habe, ist es, denke ich mal, irgendwie okay. Dreimal nur gestorben. Ich bin schon häufiger gestorben mit anderen Charakteren. Aber das ist keine Demonstration meines Skills oder so, denn ich habe das Spiel selber auch wirklich total wenig gespielt. Okay, hier sind wir jetzt eigentlich im Hauptmenü. Und das Schöne daran ist, wir können entweder hier zum Beispiel gegen Bots spielen und üben. Da gibt es verschiedene Schwierigkeitsstufen. Wir können uns aussuchen, welche Seite wir spielen. Und wir haben sogar hier unsere Freundesliste aus Steam, denn alles funktioniert. Das ganze Spiel, das geht halt über Steam, weil es halt auch von Valve ist, von daher, ja. Und dann haben wir auch so schön eine Auflistung unserer Wins, wie viel oder wie oft wir halt gewonnen haben. Weltpoints können wir sammeln, damit können wir halt weiter im Rang aufsteigen und andere Sachen freischalten und vor allem auch mit besseren Spielern zusammenspielen. Wir können eine eigene Lobby eröffnen, um ein eigenes Spiel zu starten. Nach Lobbys suchen, Team-Matches, Co-op-Bot-Matches gibt es auch für die, die nicht, also die mit normalen Spielern spielen wollen, aber nicht gegen richtige Spieler spielen wollen. Und sonst kann man auch nach normalen Matches suchen. Man kann die Region, die Sprache, alles Mögliche hier einstellen, was eigentlich sehr gut ist. Kommen wir dann noch hier zu Today. Dieser Reiter ist quasi dafür zuständig, dass man die neuesten News sich anschauen kann, Updates. Und International, das ist die eigene Championship-Liga oder Turnier halt von Dota und von Valve, was auch sehr nett ist. Und das Spiel versucht wirklich sehr, sehr stark in E-Sports reinzukommen und die machen alles Mögliche. Es gibt sogar Mod-Support mit Steam-Workshops und den Dota-Store, den können wir uns dann auch in Kürze anschauen. Aber ihr seht, es gibt einen Blog mit allen möglichen interessanten Sachen. Dann, bevor wir den Store, glaube ich, machen und die Optionen, wir verschieben jetzt wirklich alles nach hinten. Ich schau mal, wie so ein umgekehrtes WZK ist, eigentlich ankommt, wobei es nicht wirklich die Regel sein sollte. Aber ihr seht, es gibt auch einen Reiter mit dem Namen Watch und da kann man Matches sehen. Man kann vor allem Events sich anschauen mit einem Kalender und da kann man sehen, was wann ist und kann Turnierkarten kaufen, damit man in besser Qualität das In-Game sich anschauen kann, was auch sehr nett ist und auch teilweise revolutionär. Aber da werdet ihr auch vor allem im Shop selber das sehen, dann gibt es extra Turniere, die hier aufgelistet werden, Live-Games und vor allem Spiele, die vor kurzem gespielt wurden und man kann sie im Nachhinein sich dann in aller Ruhe anschauen. Aber gehen wir mal in die Live-Games rein und ich würde sagen, wir gucken uns mal ein Match an hier, Evil Geniuses gegen GD Studio. Mal schauen, wie das überhaupt geht. Wir sehen, 93 andere Leute schauen sich das auch an und ja, mal gucken. Was ich auch sonst sagen muss zu dem Spiel, es läuft richtig gut. Ich habe eigentlich die maximalen Einstellungen drin. Und, aha, die sind momentan beim Aussuchen noch von den Helden, wie es aussieht. Aber gut, was haben wir hier? Wir haben meistens irgendwie zwischen 60 und 120 FPS. Er schwankt recht stark, vor allem von Bildschirm zu Bildschirm. Das ist auch sehr interessant, dass der Ansager auch wirklich EG sagt zu Evil Genius. Also, es gibt eine Software oder sowas, die wie bei TeamSpeak zum Beispiel wirklich die Namen auslesen kann. Oder die Tags, besser gesagt. Ach, das dauert jetzt ein bisschen lange, weil die haben zuerst Helden gebannt und jetzt suchen sie halt Helden aus. Jeder Spieler hat anscheinend eine bestimmte Zeit hier. Ah, 1:30 insgesamt. 1 Minute und 30 Sekunden.
Also das habe ich auch bis jetzt noch nicht wirklich gesehen. Ich habe mir ein paar Matches angesehen, damit ich ungefähr eine Idee kriege von diesem ja, Zuseher-Bildschirm. Aber ihr seht halt, für mich ist es auch neu und es sieht cool aus und nett. Es hat was. Und das Spiel selber, das sieht auch wirklich, obwohl es in der Beta momentan noch ist, sieht es wirklich sehr gut gemacht aus bis jetzt. Und es sieht auf jeden Fall nicht roh aus. Und dann werden weitere Helden noch dann gebannt, wie es aussieht, und dann wieder gewählt und dann haben wir es eigentlich. Was ihr auch hier sehen könnt, auf der rechten Seite, man sieht, es werden immer mehr und immer mehr Zuseher. Man kann dann auch bestimmen, welcher Kameramodus man halt haben will, während dem Zusehen. Und was es auch noch gibt, man kann einen Broadcaster, also einen Kommentator wahrscheinlich auswählen. Und das ist auch nett. Das heißt, man kann hin und her schalten, vielleicht sogar zwischen mehreren Sprachen. Also dieses ganze Zuseher-Programm, also so, sag ich mal, im Spiel oder diese Abteilung des Zusehens, die hat was. Es ist wirklich sehr interessant und es ist eine Neuerung. Man hat das sowas bis jetzt noch nicht wirklich in Spielen gehabt. Ein Studio, das mir vor allem in die Sinne kommt, die das ungefähr versuchen zu machen, aber ein bisschen anders, das ist vor allem Hi-Res Studios, die so Sachen wie Smite zum Beispiel hergestellt haben, wo man auch Livestreams sich in-game anschauen kann. Und das ist wiederum ein bisschen anders hier und ein bisschen besser. Und andere Spiele werden auf jeden Fall diesem Beispiel folgen in Zukunft. Da könnt ihr wirklich irgendwie mein Wort hochhalten. Ich sag's euch jetzt, dass viele Spiele versuchen werden, das zu kopieren. Vor allem Spiele, die in E-Sports Fuß fassen wollen. Also die nehmen sich wirklich Zeit. Die Pro-Gamer, die nehmen sich Zeit. Und da könnt ihr auch Early Game ein bisschen sehen und könnt auch vor allem sehen, wie Profis das machen und nicht ich als Noob. Also konnte ich euch im Groben das Interface vor allem zeigen. Na kommt. Wisp zum Beispiel ist auch ein sehr interessanter Held, finde ich. Weil er ist recht passiv. Also ich finde ihn total passiv. Denn er hat nur Fähigkeiten, die einfach anmachbar sind oder passiv sind und die machen was. Und sonst versucht man ihn halt zu manövrieren und zu bewegen. Die anderen Helden, die kenne ich nicht wirklich, um ehrlich zu sein. Von daher werden wir mal sehen, was die so drauf haben. Was auch interessant ist, ihr seht, wie auch bei League of Legends und auch bei Dota und eigentlich bei jedem MOBA, das zumindest in diese Richtung geht. Es gibt drei Hauptkategorien oder drei Hauptattribute, und zwar Stärke, Agilität bzw. Beweglichkeit und Intelligenz. Und bis jetzt haben wir hier also bei GD haben wir zwei Stärke und einen Beweglichkeitsheld und hier unten haben wir zwei Intelligenz und einen Beweglichkeitsheld. Mal interessant, was die jetzt dann noch hier als zweites nehmen. Und dann können wir hoffentlich uns das ansehen. Es dauert doch recht lang. Also das hier seitlich links seht ihr auch noch, welche Helden alles gebannt wurden. Und das sind ein paar. Keep of Light war fast in jedem Botspiel dabei, den ich hatte. Und der war eigentlich nicht schlecht. Wobei jeder Held kann eigentlich gut sein, es kommt wirklich nur darauf an, wie man ihn spielt. Oder Tidehunter, habe ich gehört. Tidehunter ist auch sehr interessant, was es so alles drauf hat. Er sieht nur ein bisschen komisch aus, aber ja. Na komm, den letzten Helden, komm. Hier kann man auch den Chat einblenden. Und dann können wir sehen, was die mal schreiben. Fake. Aha. Interessant. So, soll es jetzt losgehen? Ja, langsam. Wahrscheinlich sind jetzt die ganzen Ladebildschirme da dran. Denke ich mal. Ich weiß es halt nicht genau. Ich kann es nicht sagen. Ich meine, wenn euch einer von diesen Spielern bekannt vorkommt, dann schreibt das in den Kommentaren und sagt, wen ihr da am meisten mögt oder welchen Helden von denen, die hier gewählt wurden, falls ihr das Spiel schon spielt. Wenn nicht, dann wird es wie gesagt ein Gewinnspiel geben bzw. eine Verlosung. Und zwar, ich denke mal, ich werde jetzt einfach anfangen, das anzusagen, was man eigentlich machen muss. Wir sind schön in der Mitte des Videos, sodass hoffentlich niemand irgendwie vorgespult hat. Okay, jedenfalls, was ihr machen müsstet, mit den Zeichen sogar da,
Das werde ich euch dann im Store zeigen, genauso wie hier das mit der Kamera momentan. Aber gut. Um an einen Dota-Key zu kommen und früher als alle anderen momentan das Spiel spielen zu können, müsst ihr einfach nur eine einfache Sache machen. Ich werde euch dann noch den genauen Text in die Beschreibung schreiben, den ihr dann machen oder schreiben müsst, aber gut. Und zwar will ich, wenn ihr das Spiel haben wollt, dass ihr auf Twitter geht und meinen Twitter-Account folgt. Es geht ganz einfach, da müsst ihr einfach nur einen Account haben, dann auf meine Seite gehen und auf Folgen klicken. Und dann müsst ihr einfach nur einen bestimmten Text schreiben, beziehungsweise ich werde euch einfach eine Vorlage mal unten schreiben und das werdet ihr dann eintippen. Und dann weiß ich auf jeden Fall, dass ihr erstens mir folgt und dass ihr Interesse an dem Spiel habt. Und dann werde ich euch einfach benachrichtigen, denke ich mal. Ihr müsst einfach noch dazu euren YouTube-Namen eingeben und dann schreibe ich euch einfach eine Nachricht und dann kriegt ihr den Key über Steam. Dann müssen wir nur eine Zeit wahrscheinlich ausmachen oder ich kann euch ihn vielleicht über Mail schicken. Das muss ich mir noch genauer ansehen, aber ich wollte auf jeden Fall das Video so schnell wie möglich rausbringen. Denn vor kurzem hat sich Steam bei mir gemeldet und hat gemeint, hey, wir haben noch Keys. Du kennst sicherlich Leute und ich. Ja, und tada, so um die 20 Keys habe ich gekriegt, die ich halt verteilen kann. Das heißt, die ersten, die das einfach machen, mir folgen und mir die Nachricht schreiben, die in der Beschreibung unten steht, beziehungsweise sie vielleicht leicht abändern, aber die Vorlage, die muss auf jeden Fall drin sein, die kriegen einfach Keys. Ohne Probleme, so schnell wie möglich zugeschickt. Ich denke mal, das ist fair und gut. Okay, kommen wir jetzt ein bisschen zu dem Match und vor allem auch zu dem Bildschirm. Hier sehen wir, da war zum Beispiel eine Rune und die ist halt für Geschwindigkeit bzw. Haste und damit rennt man schneller. Und gucken wir uns jetzt einfach mal diesen Zuseherbildschirm, denn das normale Interface, das kennt ihr einigermaßen, das habt ihr gesehen. Falls ihr Fragen habt zu irgendwas in diesem Video, dann schreibt mir einfach einen Kommentar, ich werde euch auf jeden Fall antworten, wenn es was zum Antworten gibt. Aber gut. Wir können hier noch sehen, es gibt einen Daumen nach oben und nach unten, rechts oben, falls ihr das nicht seht. Und wir können halt sagen, ob uns dieses Match gefällt oder nicht. Drücken wir einfach mal auf Gefällt mir. Wir können dann auch noch den Zuseher-Chat ein- und ausschalten, je nach Belieben. Und wir sehen auch hier oben, wie viel zusehen. Momentan 341 Leute, die zusehen. Und dann können wir uns noch aussuchen, was für eine Kameramethode wir haben. Directed Camera heißt es. Das Programm selber einfach die wichtigsten Sachen irgendwie analysieren kann auf der Map und dorthin schaltet, wo Action los ist, wo es interessant ist, wo es was zum Game zu sehen gibt. Wie zum Beispiel, wenn sich ein Held irgendwo anschleichen will, dann geht die Kamera automatisch dorthin und zeigt das. Sonst kann man hier noch andere Modi wählen, wie zum Beispiel freie Kamera. Da können wir selber bestimmen, wo wir hin wollen. Dann haben wir noch also Player Perspective, das heißt, wir sehen das Spiel aus der Perspektive eines Spielers. Wir sehen auch, wo er hinklickt. Und die Maus, die sieht genauso aus wie unsere hier, falls ihr das seht. Und ja, also ihr seht, wie der Spieler spielt, wie schnell er drückt, wo er sich hinbewegt. Und wie er auch hoffentlich hier gleich mal denied wird. Ich weiß nicht, ob war das ein Deny jetzt hier den? Ja, das war ein Deny. Also er hat verhindert, dass der gegnerische Spieler den Kill gekriegt hat für diesen Creep oder Minion oder Diener, Mob, wie auch immer. Wir sagen es einfach so, wie es in diesem Spiel heißt, und zwar sind das Creeps. Und ihr habt gesehen, hier und da schaltet ihr auch mal auf die Map hin, damit ihr mal guckt, was los ist, ob alles in Ordnung ist. Die sprechen auch natürlich über Voice-over-IP, also Teamspeak oder Ventrilo oder sowas. Oder Skype vielleicht sogar. Wobei ich denke mal nicht Skype, aber wer weiß. Und was haben wir dann noch? Dann haben wir noch die Hero Chase Kamera. Das heißt, der Held wird einfach verfolgt, ohne dass wir sehen, was der Spieler selber macht. Und wir sehen nur den Helden. So, gehen wir auf die Directed Camera wieder, weil die ist interessanter. Sonst, wie gesagt, falls es mehrere Kommentatoren oder über einen Kommentator gibt, dann kann man das einschalten oder ausschalten. Die Technik dahinter wäre sehr interessant, zumindest für mich, um zu wissen, wie das funktioniert. Aber gut, mehr weiß ich leider nicht dazu. Und dann kann man hier noch, ja, einschalten, ob man diesen Nebel sieht, ob man beide Teams sieht.
oder ob man halt sich nur ein Team die Sicht ansehen will. Das ist auch vor allem interessant, wenn man wissen will, wie die Pros spielen, was sie sehen, was sie nicht sehen und vor allem, wo sie hier und da mal vielleicht solche Wards aufstellen. Also, das sind so Items, die ja irgendwie Wache halten und somit ein Teil auf der Karte permanent aufdecken, bis sie dann verschwinden. Okay, und hier sehen wir auch den Chat, der geht recht rund. Hier sehen wir, wer was wie wann killt und wie viel Gold es gibt. Sonst ist das einigermaßen Standard wie das normale UI oder Interface. Aber hier, das ist interessant, und zwar gibt es Hotkeys, die vor allem auch nett sind für Leute, die halt Spiele kommentieren. Und da kann man die verschiedensten Statistiken aufrufen, wenn man diese denn benutzt, zum Beispiel Hero Levels. Man kann sehen, vor allem an den Farmen sieht man, zu welcher Seite sie gehören, und dann kann man noch sehen, welches Level die Helden haben. Einigermaßen ausgeglichen, wobei das rote Team von The Dire, das ist GD, glaube ich, die haben halt einen leichten Level-Vorteil. Jetzt haben sie einen Level 6er, zwei Level 5er und einen Level 4er und einen Level 2er. Wisp. Wie gesagt, Wisp ist wirklich so eine Sache, ist sehr passiv und landet nicht wirklich viele Kills, vor allem am Anfang, wo dieser Held noch nicht viele Sachen freigeschaltet hat, viele Spells oder Zauber. Von daher ist es recht interessant, was er da hat. Ich würde schon gerne mehr zu Dota machen und mich wirklich mal in dieses Thema vertiefen, aber das wäre recht viel Arbeit, sehr zeitintensiv, und ich weiß nicht, ob ich da zu sehr hätte. Und hier noch was an euch, falls ihr Interesse haben solltet, wirklich an Dota mehr von mir zu sehen, jetzt nicht unbedingt, dass ich es spiele, sondern vielleicht, dass ich es kommentiere, vielleicht mehr Infos zu dem Spiel selber auch erfahre und euch auf den Tisch lege, dann sagt das mal. Wenn sich genug melden, dann werde ich vielleicht mal versuchen, eine kleine Serie oder sowas auf die Beine zu stellen, wer weiß. Aber wie gesagt, es müssen einfach genug Leute da sein, die das sehen wollen, weil sonst lohnt es sich nicht wirklich. Gut, der hat sich hier getarnt, hat eine Rune benutzt. Aber gut, ich denke mal, das war so ziemlich hier für den Zuseher-Modus. Denn sonst gibt es nicht wirklich viel zu tun, außer hier das sich anzuschauen. Momentan glaube ich, dass auch der Zuseher-Modus als Standalone, also nur dieser Zuseher-Modus ohne dem richtigen Spiel, verfügbar sein sollte auf Steam, gratis zum Runterladen. Das heißt, wenn ihr Matches direkt sehen wollt und euch sie selber ansehen wollt, dann könnt ihr das wahrscheinlich runterladen. Wenn ihr das Spiel haben wollt und bis jetzt noch nicht auf Steam spielen könnt, dann, wie gesagt, macht einfach bei der Verlosung mit. Entweder zurückspulen oder am besten einfach in der Beschreibung nochmal die Anweisung lesen, wie das funktioniert. Gut, Gewinnspiel haben wir jetzt dreimal schon erwähnt. Das heißt, wir können jetzt eigentlich weiter, können hier mal raus, denke ich mal, und können uns das weiter anschauen. Wobei das Match kann eigentlich im Hintergrund auch weiterlaufen, weil ich weiß jetzt nicht, wie man das ausmacht. Egal. Es gibt auch auf jeden Fall noch hier ein Lernen oder Learn Reiter, wo man sich die Helden ein bisschen näher anschauen kann, draufdrücken kann und hier sich die ganzen Status, Attribute, die ganzen Fähigkeiten mal durchlesen kann, sehen kann, welche Rollen dieser Held hat. Videos gibt es auch dazu, wie die Fähigkeiten aussehen, wie viel Schaden sie machen, wie stark sie werden mit Level-Ups. Also sehr detailliert, sehr gut, sehr interessant. Und man kann sich auch Items anschauen, die wahrscheinlich bevorzugt werden. Und es gibt auch Guides, die man sich in-game direkt anschauen kann. Community, man kann sich halt hier Spieler anschauen. Hall of Fame gibt es zum Beispiel eine, wo Spieler halt vorgestellt werden. Und dann gibt es Teamlisten. Und man kann ein eigenes Team hier eröffnen. So, was haben wir dann noch? Dann hätten wir nur noch mehr den Store. Genau. Der Store mit so einer kleinen Werbeplattform hier oben. Und dann gibt es halt verschiedene Reiter und Kategorien. Hier haben wir zum Beispiel Topseller. Dann gibt es noch Bundles, also Pakete. Und dann kommen wir zu Items. Und Items sind in dem Sinne interessant und wichtig. Sie geben einem keinen spielerischen Vorteil, sondern der Charakter sieht anders aus. Er hat andere Klamotten an. Das ist auch sehr schön und sehr gerecht eigentlich. Denn wenn man einen besseren Style haben will oder besser aussehen will, dann kann man ruhig dafür zahlen. Das macht das Spiel auf jeden Fall nicht kaputt.
Und es hilft dem Spiel auch weiter, vor allem den Entwicklern, denn die kriegen dann wiederum Geld und können dann neue Sachen machen. Nur die Preise sind teilweise ein bisschen hoch, aber ihr könnt auch komplette Sets kaufen, die dann günstiger sind als die Einzelteile. Ihr könnt natürlich auch nur Einzelteile kaufen, wenn ihr einen bestimmten Look erstreben wollt oder ziehen wollt. Also das ganz euch überlassen. Dann gibt es hier auch Tools. Da gibt es verschiedene Items, wie zum Beispiel Name Tag. Damit kann man Items umbenennen, wenn man will. Und solche Sachen. Also ist recht interessant, was man denn da alles so machen kann. Backpack Expander, also dass man mehr Platz hat in seinem Rucksack. Kuriere, wie schon vorhin gesagt, es gibt halt diese Esel, es gibt fliegende Esel, es gibt auch ja einen kleinen Dämon zum Beispiel, einen Frosch, ein Huhn, es gibt auch so ein ganzes Paket, wo einfach mehrere von denen drin sind, damit es günstiger ist, denn ihr seht, einige Kuriere sind doch recht teuer, 12 Euro für einen Kurier, ich weiß nicht, nur damit man so ein Hühnchen hat. Naja, aber man muss sich auch immer vor Augen halten, man hilft halt den Entwicklern, denn das Spiel kostet gar nichts, man kann es umsonst spielen. Von daher hier und da mal vielleicht ein bisschen Geld ausgeben, um ein bisschen cooler auszusehen. Wieso nicht? Was halten wir sonst noch hier? So, gucken wir mal. Genau, Announcers, also Kommentatoren quasi, beziehungsweise Verkünder, oder wie auch immer. Das ist die Stimme, die sagt, was passiert. Zum Beispiel das und das wird attackiert, wie man es vielleicht im Hintergrund jetzt gehört hat. Oder Monster-Kill, Multikill, solche Sachen. Da kann man verschiedene Charaktere nehmen. Hier hat man zum Beispiel Dr. Kleiner aus Half-Life. Dann gibt es zum Beispiel X, das ist einer der Helden aus dem Spiel hier. Der Bastion-Announcer ist richtig geil. Wenn ihr Bastion noch nicht gespielt habt, dann solltet ihr das unbedingt spielen. Ich glaube, in einigen Monaten werde ich es auf jeden Fall nochmals vorstellen. Denn Bastion ist eines der besten Indie-Games, meiner Meinung nach, die bis jetzt rausgekommen sind. Und vor allem das beste Indie-Game 2011. Und da gibt es auch so ein größeres Paket, wo halt mehrere drin sind. Hier sind zum Beispiel 3 Stück drin. Das ist auch nicht wirklich ganz günstig, aber es geht. Dann gibt es noch zu Turnieren, gibt es halt Karten, dass man wirklich in besser Qualität irgendwie zusehen kann oder dass man teilweise auch mitmachen kann, das kommt drauf an, aber die meisten Turnierkarten sind wirklich zum Zusehen da. Und die sind jetzt hier und da nicht so teuer, denn man muss sich vorstellen, die meisten Turniere gehen ein ganzes Wochenende über und dann hat man 100 oder noch mehr Matches, die man sich anschauen kann. Und da kann man auch solchen Turnieren halt helfen, dass es wirklich mehr gibt, dass E-Sports wächst. Und teilweise geht auch ein bisschen was an die Entwickler. Von daher, wenn ihr Turniere mögt, sie sehen wollt und vor allem in einer guten Qualität sehen wollt, dann zahlt einfach das bisschen da und dann passt das. Und für Teams, man kann solche Teamzeichen kaufen, vor allem von bekannten E-Sports-Teams. Gibt es auch sowas. Und hier zum Beispiel Evil Genius, die halt momentan im Hintergrund spielen. Damit zeigt man, dass man irgendwie das Team supportet. Sind sehr günstig, von daher, wenn man auf sowas steht, kann man sich das auch besorgen. Es gibt einen Workshop. Man sieht hier, man kann mehr lernen dazu. Denn da kommen dann auch neue Items. Und ich denke vor allem als Itemhersteller, also als Typ, der einfach gerne Sachen entwirft, kann man mit einem Workshop dann einige gute Sachen halt reinbringen und wahrscheinlich auch damit dann Geld machen. Aber wer weiß, das momentan das Spiel ist halt wie gesagt in der Beta und das wird sich noch alles ändern und verbessern hoffentlich. Und hier ist halt der Rucksack, wo man die ganzen Items lagern kann, die man dann gekauft hat, vor allem für die Helden. Es gibt sehr viele Helden. Helden kann man nicht kaufen, die sind alle freigeschaltet, was auch super ist, finde ich. Im Gegensatz zu LOL, wo man sie halt wirklich freispielen muss oder freikaufen muss. Und hier kann man dann einfach die ganzen Style-Items lagern. Denn jeder Held hat mehrere und verschiedene Style-Items, die er anziehen kann. Man kann sie, wie gesagt, auch mischen. Und es gibt so viele Helden. Ich weiß nicht, wie viele es genau gibt, aber es gibt extrem viele Helden. Wir können uns das kurz mal anschauen, indem wir einfach nur ein Bot-Match starten und dann auch wieder rausgehen, damit ihr das seht. Und dann werden wir wahrscheinlich die Option machen und dann sind wir fertig. Denn das Video, das wird dann wahrscheinlich um die 40 Minuten lang sein. Wenn ich ein komplettes Match gezeigt hätte, dann wäre es noch länger. Von daher, ich will euch das nicht unbedingt antun. Wenn ihr ungefähr eh das meiste wisst und kennt und ungefähr eine Idee habt zu dem Spiel, wenn ihr mehr sehen wollt, dann schreibt mir das einfach, vor allem was ihr gerne sehen wollt. Und dann könnte ich das nachliefern. Aber momentan für ein WZK ist, will ich es nicht übertreiben.
Ihr seht, das sind extrem viele Helden, die man sich aussuchen kann. Ich finde es teilweise ein bisschen unübersichtlich. Die sind halt nach Namen sortiert, einigermaßen nach dem Alphabet. Und dann kann man es einigermaßen noch finden. Sonst kann man sie nach Rollen sortieren, man kann sie nach ja, Attacktypen sortieren, Angriffstypen oder nach Statuspunkten oder was man als letztes gespielt hat. Zum Beispiel hier sehen wir die, die ich schon mal gespielt habe. Ja, das ist also einem selbst überlassen. Was auch interessant ist, zumindest hier gegen die Bots, wenn man bis jetzt keinen Helden gewählt hat, dann geht das Match trotzdem normal weiter. Man ist einfach quasi der fünfte Spieler, wenn man nichts gewählt hat, die Zeit, die läuft. Wie man jetzt gehört hat, es läuft. So, von hier können wir aber nicht raus, oder doch? Ja, doch, könnten wir eigentlich. Irgendwie. Nein, wir wollen das Spiel nicht schließen. Aber hier Disconnect. Und dann müsste man noch Leave Game nehmen. Denn wenn man aus einem Spiel fliegen sollte, wegen einem Internetabstoß oder das Spiel das kackt ab, dann wäre man halt dann hier wahrscheinlich und dann kann man halt reconnecten zu dem Spiel und dann ist man wieder drin, was auch sehr nett ist. Es sieht auch recht gut aus. Okay. So, mal schauen. Wir haben also das schon mal gesehen, alles. Es gibt sogar LAN-Games. Private Spiele und Turniere. Dann haben wir das alles gesehen. Dann können wir uns noch mal die Einstellungen anschauen und dann war's das. Ein Tipp bei den Einstellungen vor allem: Ihr solltet unbedingt euch das dann anschauen, wenn ihr das Spiel dann habt, wenn ich euch die Kopie dann geschickt habe. Und dann solltet ihr euch, wo war das? Ich muss es jetzt finden. Genau hier, Inventar-Items. Weil viele Items sind benutzbare Items und sind auch sehr wichtig, dass sie benutzt werden. Und da solltet ihr euch Hotkeys anlegen dafür. Denn standardmäßig sind keine Hotkeys drin. Entweder ihr klickt die dann jedes Mal an oder ihr vergibt wirklich Hotkeys. Sonst, also man kann so ziemlich alles Mögliche hier einstellen, was man denn zum Spielen braucht in Sachen Hotkeys, was eigentlich sehr nett ist und sehr cool. Dann zu dem Spiel selber kann man Auto-Attack zum Beispiel ausschalten, was eigentlich empfohlen ist auch für das Spiel, denn ihr habt gesehen, Last Hits sind wichtig. Und man muss wissen, wie viel Schaden man mit welchem Level, mit welchen Items macht, damit man wirklich gut spielen kann. Also es ist nicht wirklich ein leichtes Spiel, aber mit Übung kommt man da sicherlich recht schnell rein. Und Auto-Attacks sind deswegen halt wichtig, dass sie aus sind, damit ihr leichter die Last-Hits kontrollieren könnt, weil mit Auto-Hits an müsstet ihr sonst die ganze Zeit wie die Bots halt hin und her rennen, damit ihr keine Auto-Attacks macht und dann wirklich attackiert, wenn ein Mob fast down ist oder ein Creep. Sonst gibt es hier noch andere automatische Sachen, die man anmachen kann. Dann habt ihr hier noch andere Sachen zu Kamerasteuerung, die auch recht interessant sind. Und ob man zum Beispiel HP-Leisten angezeigt haben will oder nicht. Und dann Network Quality, ich weiß nicht, Netzwerkqualität, wofür das denn interessant wäre. Wahrscheinlich, wenn man irgendwie schlechteres Internet hat oder sowas, müsste man dann auf Low gehen. Aber ich kann es euch nicht direkt sagen, weil das sagt wirklich nichts aus. Netzwerkqualität hoch, niedrig. Wow. Das ist nicht so gut gemacht. Sonst hier Videoeinstellungen, vor allem ja, rahmenloser Fenstermodus, sehr, sehr gut. Weil sowas, auf sowas stehe ich und sowas mag ich. VSync, ja, die Helligkeit kann man einstellen und dann noch halt die Auflösung. Und es gibt dann natürlich noch ein erweitertes Menü mit anderen Sachen wie AA und ja, Wasserqualität, solche Sachen. Und ich habe, wie gesagt, so zwischen 120 und 60 FPS eigentlich nonstop mit meinem Setup und mit diesen Einstellungen. Was, denke ich mal, total in Ordnung ist. Meistens sind es wirklich 120, manchmal fällt es mal runter. Es kommt auch immer auf dem Bildschirm drauf an, wo was wie läuft. Und ja, Audio sieht man auch. Wir hätten oder können einstellen, dass unserem Mikrofon zum Beispiel auf Dauer senden ist oder halt über diesen Steam Key, dass wir so reden können, in-game über Steam. Was halt nicht wirklich immer so gut ist, aber es ist wenigstens drin, genauso wie die automatischen abgekürzten Chatbefehle oder Emotes, besser gesagt, im Spiel selber, was auch drin ist, was auch praktisch ist. Ich denke mal, dass sie drin sind. Ich habe es nicht gefunden und nicht gesehen. Ihr könnt mich berichtigen, wenn ich falsch liege. Ich wünsche es mir sogar. Gut. Wir haben hier auch Qualitätseinstellungen, alles Mögliche. Also. Von daher, es ist recht cool, dass so viel hier drin ist. Nicht ohne Mängel, aber es ist okay. Und wie gesagt, das Spiel ist noch in der Beta, es ist noch nicht draußen.
Es ist free to play und wenn ihr einen Key haben wollt zum vierten Mal, dann addet mich auf Twitter und befolgt den Anweisungen unten in diesem Video. Ja, sonst kann ich eigentlich nicht viel dazu mehr sagen. Falls ihr Fragen habt, falls ihr irgendwas sehen wollt oder haben wollt oder was auch immer, wenn ihr Weltfrieden haben wollt, den kann ich euch nicht geben, aber ihr könnt das trotzdem erwähnen. Einfach in den Kommentaren dazu. Ich würde mich über einen Daumen hoch freuen, über Kritik würde ich mich auch freuen. Bitte konstruktiv halten, wenn es geht. Und ich denke mal, wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal im nächsten WZKS. Bis dann.